Zunächst alle die dänischen mit Dresden zu das Dänenspiel. Nein, natürlich Watch Dogs. Eine weitere Folge. Und der Auftrag, jetzt ist Ihr Auftrag. Ein Rivale hat ein Vermögen für eine seltene Trophäe ausgegeben. Eine biometrische Waffe, die nur den ersten Benutzer akzeptiert. Ich, falls du schnell genug bist, ein Mann namens Michael Ordens wird dich zu dir führen. Klingt nach einem fairen Geschäft. Bin dabei. Okay. Schmuggler zu finden. Wo treibt sich so ein Schmuggler rum? Mentorienmitglied? Hä? Schatten. Ja, da hab ich ihn schon, ne? Okay. Scheiße. Könntest du mal fahren? Ich hätte den Lamsener Drache nehmen sollen. Sie fahren so Lamsener und erschalten mein Auto, was ich hab. Verdammt! Hallo, ich bin nur von der vom Auto gefahren ist. Verdammt! Warum fährt der so lahm? Hey! Klappt nicht, schade. Okay, was ist denn das tolle Schiff? Hey, das, ich mach blöd für diese vier, diese. Eins, zwei. Hier noch eine Folge. Ich wollte eigentlich 8 Folgen machen. Ich laufe hier doch nur. Ja, das Fahrzeug meine ich schon. Sonst hatten wir noch nicht. Hatte ich noch nicht. Abstand. So ein Abstand halte ich jetzt zu dir. Mir reicht's. Na los, fahr! Jetzt sieht der Folge aus, okay? Ich darf nicht anstoßen, das ist die Sache. Hollands Michelin. Mutschließlicher Waffenhändlerberuf. Schiffsmarkthalle. Wie soll ich ihn überschatten? Da bringt mir dann trotzdem noch schlecht was. Weil ein Einkommen 88 wird. Bin jetzt der WhatsApp oder? Oh, ist der Blinker. Blinker jetzt nicht mehr spielen, der wird. Ja, endlich die Autobahn. Oder ist das eine Autobahn oder? Hast du Lust gesehen?
Das mache ich natürlich. Ich glaube, ja. Ich glaube, vielleicht würde jetzt gleich eine Feldschlüssel-Taste aktivieren. Ich hasse das, wenn das klappt. Aber dass der Rotor das ist, dann wird das kurze Trigger-Diebe. Ich setze so bei der Schlüssel-Taste. Wenn der Shift-Taste drückt, dann will er ja den Festanschluss aktivieren. Das Auto wird auch nach vorne hüpfen, wenn ich Gas gebe jetzt. Gas. Könnte dir da mal Gas geben? Jo, den anders. Lass mich nicht überholen, du Müllfahrer. Krebs. Alter. So ungefähr. 40 oder 20 Meter Abstand. So, darf der jetzt fahren? Der darf gleich dort fahren. Ich glaube, der Dresser ist der Folge wird aus Beschatten stehen. Wie wir sehen, sind wir so bald auf Zielort. Wir sehen auf der Map schon links den einen Verkannten, der rot markiert ist. Das Sperrgebiet. Betrete das Zielgebiet und suche und sie den Waffenverkäufer. Erstmal, auch wenn ich davon nicht mehr so, ich habe den, so viele Systemplätze, ich muss mal auf Jagd gehen. Hier ist zwei Leute mehr als beim C2S. Oh, scheiße. Da ist eine verstärkte Person. Ich meine, eine Person mit einer sehr starken Panzerung. Da, das Symbol. Ein Schütze ist... Ich
hab mich selber umgebracht. Ich hab das Auto vor mir gesprengt. Das andere Auto soll so in die Luft fliegen, ey, und nicht mich. Selbst. Okay, jetzt starten wir zumindest ja hier. Okay. Dance up. Ja, ich wollte nichts machen. Hier lang. Der andere kommt auch da lang. Ja, Spielzeug. Mitten hier drin im Kriegsgebiet. Alter, beide. Schönen. Verdammt. Hey, wat? So, springen wir mal. Nein, lieber nicht. Entredelt. Erledigt. Wir glauben, du hast bessere Verwendung dafür. Oh, und gern geschehen. So, wir haben jetzt ein neues Sturmgewehr. Ja, das ist Sturmgewehr. Volle Matt. Bewertung, volle Sterne. So, Mädchen. So, das sieht doch eigentlich relativ klimpfig aus. So. Ich wüsste gar nicht, dass wir die schon ausschalten können. Nein, die Leute, die. So, was nehme ich denn mal hier? Hacking? Oder war ein Hack-Bonus? Mach ich später. Reduziert durch Exosonen schon erlittenen Schaden. Was ist das hier? Stealth Sprint. Verhindert ihre Entdeckung beim Sprinten. Vier Punkte. Mach halt das doch mal. Verlangsamt den Fokus. Pistolen. Erhöht die Schussfrequenz von halbironischen Pistolen. Ist wird. Wir stellen noch was zum beim Herstellen, oder? Nadelbänder. Hat mir auch netter doch das hier. Halt, um Nadelbänder zu heben und zu senken. Betrügt während die blauen, roten Blind und ein Fahrzeug auszuschalten. Wir nehmen das. 2 Punkte da haben wir. Platt 0. Okay. Stufe sind ja 18 von 50. 50 ist ja die Maximalstufe.
ungenutzte Hände man konnte. Jetzt, okay. So. Jetzt haben wir den Bereich, den exzessiven Auftrag gemacht. So. Also, wir machen jetzt noch sozusagen hier das CTOS-Netzwerk in der Folge. Und vielleicht machen wir sozusagen dann eine Sammeltour sozusagen im Gebiet. Dann sollen wir auch eine sowas. Ne, das stimmt nicht. Das machen wir vielleicht, wenn wir das Gebiet da hinten noch haben, dass wir die auf der ganzen Map sind sie noch verteilt. Da jetzt einmal. Jetzt hier noch einmal oder. Nein, jetzt nicht. Da hinten da hatten wir sie da hinten irgendwo. Hier jetzt überhaupt keine. Gab's ja keinen Turm, deswegen gibt's da auch nichts. Da weiß ich nicht. Hier haben wir keine dieser Lupen. Die hier hinten haben wir auch schon. Hier auch beim Leuchtturm. Okay. Könnte das sein? Fortschritt. Vermisste Person, 2 von 7. Das wäre die dritte. Höchste Schussfrequenz von allen Waffen auf einen den Markt geschossen sind jedoch schwach. Vermisste Person, okay. Aber so. Ich hol mal. Okay, er ist bereit, wenn du es bist. Das ist doch echt der letzte Gegner, der Batte. Bin ich. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass ich Taylor eigentlich einen scheiß Rhythmus habe und jetzt eigentlich früh gewacht worden bin, mal endlich mal. So. Bin hier, neu schon. Nein, das Polizei, ich hab den Bock auf Polizei verfolgt. Stell dich doch vor mich! Zylisten getötet, ja, klappt also. Wo krieg ich auch wieder hoch? Verbrecher, ja, dann krieg ich wieder hoch! Warum auch nicht? Vollschaden. Bisschen überlegt. Ich hätte nur beschweren, wenn ich sonst einen Zivilisten ramme, aber ich wollte so eine Kerl ramme. Jetzt keine! Okay! Bald ist man das mit der Kerl heil ankomme. Der wird eh schon hier die Folge springen, aber ich mach das auch noch in dieser Folge. Aus dem Spiel gesetzt, dann den Lotto oder so, ich meine, kann auf. Aus dem Weg! Wir haben hier Sonderverrechte. Der Rächer hat Sonderverrechte aktiv. Und jetzt kein Tipp. Tür zu! Es regnet rein! Nein! Ich hab die Tür verloren. Ich glaube, die Karre dauert nicht mehr lange, sie war dort ist. Am Ende läuft das auch die Tür auf. So.
Jetzt hört gleich eine Golden Ende. Aber wir machen dann das manchmal noch ein bisschen letztes Set, dann können wir uns mal um eine Sammelsache in einer ersten Folge oder vielleicht auch um zwei. Weil das wäre ja. Nein! Auch keine Türen mehr! Alter! Okay, die Karre ist bis am Arsch. Was sieht ihr jetzt für ein Zentrum freischalten? Sieht ihr ins Kontrollzentrum? Was will ich im Bedarf? Was? So, Netzbetrieb. Verhalten. So. Da mitten drin ist das C2S. Netzwerk. Oder lehnen Sie die Wachen, wenn man sie zu ganz traut. Vielleicht gucken wir mal, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das hier abzusolvieren. Dass wir reinnehmen. Wir sind zwar drin, aber dahin. Da jeder war eine Kamera, oder was? Das ist halt erstmal, wir müssen erstmal den Zeusmitarbeiter finden. Den gleich hier gesucht. Der ging dann bis dahin 40 Meter. Mist. Wir haben die Barrett gerade so verpasst. Hier dreht ich. Schwachstellerkant, ja. Kopfventil. Zum Ladeheck. Alter! Auch nicht nutzlustig, so eine Frontkamera von jemandem. Aber wie immer kann man nicht mit Füßen drücken. Hey, sollte das nicht ausgeschaltet sein? Ja, ist auf deine Kamera. Dreh dich. Na komm, dreh dich. Installieren. Ich habe echt Besseres zu tun. Nein, lauf doch rein. Lauf doch rein. Dreh dich. Kann ich das? Wenn er sich nicht dreht. Ist es nervig? Ich will ja alles. Ich meine, dass wir es hacken sozusagen so. Ohne dass wir jemanden töten. Das heißt nicht, dass wir die danach die am Leben lassen. Das heißt nicht, CTO ist das Böse. CTO ist sehr nervig. Kann das nicht mal drehen, Wache? Alter. Ach, nervt doch. Wenn das nicht verlegt, kann ich das Tier da drauf? Nein, kann ich nicht. Nein! Bye.
Was war das für ein Geräusch? Nice! Ich bin drin, ohne reinzunehmen. Währenddessen hätte jemand das CTOS. Mal wieder. Hey. Ja, geht hier auch rein? Ja. Alter. Ich bin nicht mal gleich noch einen weiteren Teil auf. Aber das nehme ich auch noch mit rein hier. In diese Folge. Schallenuntersuchung. Sammelfolder und das CTOS. Das ist ein Hacken. Hey, hey! Cookie! Ich bin ein Wookie! Yeah. Ich gebe jetzt gleich ab, Ladies! Ja! Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja! Ich kann euch nicht mal ein Teleskop sehen! Ja! Arbeiten! Oh! Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Ja, das ist wohl die größte Frage, die man sich vorstellen kann. Zuletzt sind wir noch ein Drohnenkamera. Was ist alles abzudrücken? Was haben sie hier sonst noch? Videolog. CTOS-Zentrale. Sunset. Z-Laut. So blöd bin ich nur lauter, der dreht doch nicht das Spiel. Sonst wird euch über die Ohren abfallen, wenn ihr das Video auf Standardlautstelle tut. Ich bin auf Maximum. Ja, Musik. Wieder Gott. Weil das dann auch einer der. Okay. Lass die Kamera in Ruhe! Okay, wir haben hier noch. Hallo, schon einer soll gewesen sein. Na. Naja, da draußen sind ja noch die Wachen. Ich will hier noch einfach mal alle beträumen. Das ist ja das letzte CTS, was wir hier haben, also. Hab schon so davor. Ja, wohl Schießlehrer ist. Schwupp. Das Gebiet verlassen. Die freuen sich, weil das was los ist. Also steht es auf Nahbereitschaft. Ich gehe weiter. Ich habe hier nichts. Ich gehe darüber.
in der Nahbereitschaft davon besitzt. Das schaue ich mir genauer an. Muss ja noch besonders hinten. Hat das jemand gehört? Scheiße. Whoa! Bleibt wachsam, nur für den Fall. Ausgeschaltet. Ohne dass sie mich richtig entdeckt haben. Dann hätte mich Leute schweigen. Fein, entdeckt haben wir Neutralisierung nicht, sondern nicht. Also, mit der Folge, mit dieser übelen Folge verabschiede ich mich mal. Ja dann, tschüss, bis zur nächsten Folge.